Willkommen zurück. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Wir haben in den letzten beiden Folgen, also nicht die, die ihr gesehen habt, aber die wir schon aufgenommen hatten, leider unsere Mikrofone nicht auf der Tonspur gehabt. Deshalb spielen wir das jetzt nochmal. Déjà-vu, déjà-vu. Hallo Martin, kannst du dich noch an alles erinnern, was wir gesagt haben in den letzten Aufnahmen? Wir müssen es eins zu eins nacherzählen. Ach ja. Eigentlich hat nur meine Audiospur gefehlt. Ich meine, wenn deine stimmt, gefehlt hätte, wäre nicht so. Ja. Also, das war halt der Wichtige von uns beiden, der gefehlt hat. Deshalb war das halt sehr schwierig. Tragisch. Nein, es ist wirklich ein bisschen schade, weil ich war ein bisschen stolz auf uns, weil ich fand, wir haben uns ein bisschen eure Kommentare zu Herzen genommen, ein bisschen, nicht zu viel natürlich, nicht zu viel. Aber wir haben übertreiben. Wir hatten ganz gute Funkdisziplin, fand ich, so mit dem Spiel und untereinander und hatten auch interessante Themen und das ist natürlich jetzt beides weg und das machen wir jetzt auch nie wieder, interessante Themen und oder Funkdisziplin. Haben wir jetzt einmal probiert, haben wir gemerkt, das bringt gar nichts, das geht ja offensichtlich alles kaputt dadurch. Also hören wir auf mit dem Quatsch, das ist ja Unsinn. Ich weiß nicht mehr. Wir haben wirklich über interessante Sachen gesprochen, aber naja. Ja, ich glaube, wir hatten die, Verkaufszahlen von Baldur's Gate. Das hatten wir aufgegriffen wegen dem. Ja, ich schaff das schon. Da kommen jetzt wieder welche. Wie viele Leute das quasi im Early Access gekauft hatten. Wir haben über Baldur's Gate gesprochen, stimmt, und auch über böse sein in Videospielen gesprochen, was ich ganz interessant fand. Wie das funktioniert in Spielen, wenn man selber mal böse ist im Rollenspiel zum Beispiel. Ja, und das Spiele das wirklich können, ne? Also. Ja. Tyranny soll da ja so gut sein, hatte ich glaube ich gesagt. Und mich wieder daran erinnert, dass es auf meiner langen Liste von Spielen, die ich nie schaffen werde, ist. Naja. Das kommt alles wieder. Ja, ja. Wir wiederholen uns ja auch so immer. Von daher, wir werden auch das irgendwann mal wiederholen. Dann halt nicht jetzt. So. Aber dann räumen wir erstmal hier auf. Oh, das hast du aber letztes Mal nicht so viel benutzt. Ja, ich habe das vergessen gehabt, dass ich mal das verkaufen kann schon. Und auch ist jetzt noch nicht so wahnsinnig hochgepowert. Oh, scheiße. Aber ist okayisch, würde ich mal sagen. Ja. Und dachte mir, das kann ich ja doch eigentlich mal ein bisschen mal einsetzen. Nimm übrigens mal ein Kraut. Ein Kraut? Oder eine Kräutermischung gerne auch. Oder ein Spray, viel Spray, whatever, aber. Ich hab, glaube ich, nicht allzu viel dabei, warte mal. Du hast auch nicht allzu viel HP, von daher. Ich fühle das Knie weg, die Spinne. Boah, das war knapp. Ja. Sonst hältst du mir hier gleich um. Ja, ja, wir haben's gleich. Die stehen da alle gerade so schön. Wie in der Schießbude. Haha, der wollte sich gerade runterneigen. So, schauen wir doch mal, was ich dabei habe. Ich habe nicht so wahnsinnig viel dabei. Ich würde. So ein Kombo-Kraut kannst du auch nehmen. Wir haben ja noch ein bisschen rot auch. Halt sie noch stimmt, mal gelb. So oft finden wir das Gelbe gar nicht. Ne? Das ist. Man ist immer heiß auf das Gelbe. Man will immer die komplette Ampel haben, weil wir da so gute Erfahrungen mit haben. Gerade sagen. Die wollen wir immer wieder. das wollen doch nicht mal mehr die Ampelteilnehmer, obwohl die wollten das von Anfang an nicht. Das ist ja klar. Das will ja nie jemand machen. Die Ampel ist Beste. Oh shit. Nein, was mach ich denn? Die Leute beschweren sich manchmal über deine Trefferquote. Die sollen froh sein, dass ich nicht spiele. Da würde es nämlich ganz anders aussehen. Von daher, an alle, die sich hier beschweren, sei froh. Komm zurück. Irgendwann sonst spiele ich irgendwann mal zur Strafe. Und dann ist keiner glücklich. Das kommt immer noch. And then nicht. Nobody wins. Ich lass mal den letzten Heini runter. Springen, weil dann kann der uns vielleicht noch ein bisschen Ressourcen geben. Weil wenn die da das Blöde ist, wenn man die da oben abschießt, ne? Ach, da kommt die haben uns auch nichts fallen gelassen. Da kommen wir nicht hin, genau. Kannst du nicht da hochklettern? Nee, ich erschienen kann mal hoch. Oh, schau mal, eigentlich ist er ja in Trauer, hast du gesehen? Er hatte hier so einen Trauerschleier. Und ich hab hier keinen Respekt vor ihm und schieße ihm ins Gesicht. Ich glaube, die haben alle nur die schwarze Pampe überall im Gesicht. Trauern über. Nee, der hatte so richtig so einen Schleier vom Gesicht gerade. Auch wieder Mode in Videospielen. Schöne Sache. Verletzt? Nein. Vielleicht ist das aus der iranischen Version rüber glitscht. Ah, hier sind wir wieder an so einer Stelle, wo die Farbgebung so schön ist, wo die dunklen Töne so gut rüberkommen. Ich spiele ja jetzt nicht mit HDR. Ich auch nicht so ein HDR-Spieler bin. Daniel ist ja da so voll geil drin. Aber weil ich ja so oft Sachen aufnehmen muss, spiele ich halt eigentlich fast nie mit HDR. Aber das wäre wahrscheinlich was, wo man das mal machen könnte.
mit der Problematik noch nie so beschäftigt, weil ich keinen HDR-Monitor habe. Ich habe ja auch, mein Computer ist ja uralt und mein Monitor ist noch älter. Mein Monitor ist ohne Witz, der muss schon über 15 Jahre alt sein. Ich muss vielleicht mal einen neuen holen irgendwann. Vielleicht. Der ist schon ein bisschen alt. Und deswegen war HDR nie ein Thema für mich. Und wenn man aber HDR jetzt spielt, dann nimmt man auch im HDR-Modus auf, automatisch. Ich glaube, ja, ja. Das ist jetzt eine Einstellung fürs Spiel, genau. Und wie ist denn das dann? Dann können das, kann das aber das Video, jemand, der HDR hat, schaut das an, ich und glaub, für den ist das cool? Ja, ich glaube schon, okay. Man kann die Sachen in HDR rauslassen. Aber Funkdisziplin. Ich glaube schon. Oh. Die hat sich nämlich auch nicht an die Funkdisziplin gehalten. Sorg dich lieber um dich selbst. Törichtes Schaf. Wow. Zügle dich, Kind. Ashley. Aber die Mimik von ihr kam gerade voll gut rüber. Warte! Das ist doch albern, Kind. Shit. Shit. Hatten wir das in den letzten zwei Folgen gelesen oder davor einmal? Wo die Notizen gefunden haben über die Parasiten eben, dass die den Wirt so manchmal auch übernehmen können und so ein bisschen steuern, dass ja offensichtlich gerade passiert ist. Ich glaube, das kommt. Ah, okay. Basis kommen, es gibt ein Problem. Wir haben Zuflucht in einer Burg gesucht, aber ich wurde soeben von Baby Eagle getrennt. Bitte, ich nicht. Basis, ich verliere dich. Hörst du mich? Owen? Lies. Verdammt, so viel dazu. Ja, verdammt. Wenn wir eine gute Verbindung gehabt hätten, hätte ich uns bestimmt voll helfen können gerade. Hier ist übrigens auch wieder so schön, wie das mit dem Licht fällt und diese Statuen da so schön plastisch aussehen durch. Ja, bestimmt sehr nützlich gewesen. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Kann ich uns einen Fisch angeln? Das sind die wirklich wichtigen Fragen. Naja, die geben Gesundheit. Deshalb. Na gut. Die Ashley rastet hier gerade aus, rennt weg. Und, ja, die finden wir doch wieder. Man muss so die Ruhe bewahren, muss man. Das ist ganz wichtig. In solchen Fällen immer Ruhe bewahren. Ja, sie hätte immer die Ruhe bewahren sollen, finde ich. Weil sie wurde jetzt kurzzeitig von dem Parasiten übernommen. Okay, ist blöd. Aber dann vor Scham gleich wegrennen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Naja, sie hat sich halt so gedacht, das ist ja ungünstig, dass ich jetzt hier. So peinlich. Ja, das war ihr peinlich, das war ihr unangenehm, ja. Kann ich aber verstehen. Das habe ich nicht immer vorrichtig. Oh, guck mal, jetzt können wir die Schutzweste uns holen. Wenn du das verkaufst, dann kannst du noch ein Spray einpacken. Das sollten wir eins sollten uns gönnen. Du musst ja das mit aufräumen, wir haben keinen Platz. Ach so. Sag Bescheid, wenn du verplatzt. Ja, das holen wir uns später. Das holen wir uns später. Wir können ja erstmal den Fisch dann noch essen. Schauen wir mal, was wir. Übrigens hat jemand in den Kommentaren geschrieben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn man gleichfarbige Edelsteine einsetzt, würde das einen höheren Wert ergeben. Was? Ich dachte, dass man unterschiedliche braucht. Dass der Bonus so kommt durch unterschiedliches. Weil du ich so ein Dummbatz bin. Nee, aber vielleicht jetzt so, weißt du, dein Innen- oder dein Design. So mein inneres Schönheitsverständnis quasi. Ja, so schön bunt, weißt du? Ja. So rot und grün und blau und gelb. Hauptsache, alles, so Leute, alles miteinander mixen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das ästhetische Empfinden in Resident Evil oder zumindest von dem komischen hier Verkaufstypen so, was der sagt, so, das ist hier, er folgt einer klaren Linie, das ist die rote Lampe. Ja. Vielleicht. Ja, da ist wahrscheinlich. Kann das sein? Ich glaube, das. Kann das sein? Werden wir überprüfen müssen. In den Kommentaren. Ich glaube, wir werden es überprüfen müssen. Wir werden feststellen, ob das einer Prüfung standhält. So, erstmal schön nachladen hier, so spannend. Zack. Ja, aber nochmal kurz, ganz kurz zu dem HDR. Das aber heißt, kurz. Das Video ist dann meinem Verständnis nach halt auch ein HDR und jemand, der HDR-Monitor hat, kann das dann in dem. Also man kann sehen. Das, glaube ich, in HDR dann rauslassen. Das ist aber dann halt auf anderen, wenn man ohne HDR guckt, ist halt die ganze Farbe ganz merkwürdig falsch. Okay, ja, das. Und das Blöde ist halt auch, wenn du. Ja, also oft. Und es ist leider oft schon auch in Tests passiert von der GamePro, dass halt ein Redakteur aufgenommen hat und nicht dran gedacht hat, dass er das ohne HDR aufnehmen muss.
Und man kann das anpassen und so ein bisschen die Werte hin und her drehen, dass das dann, dass man das dann durchaus benutzen kann. So ist nicht. Muss man dann halt nochmal ein bisschen überarbeiten. Was natürlich nicht ideal. Und im blödesten Fall hieß es dann, ja, Fritz, dann spielen wir das Spiel bis morgen früh durch für neue Aufnahmen. Viel Spaß. Danke dafür. Ja, aber Daniel ist wirklich ein großer HDR-Fan. Ja, ja, total. Ich hab selber, glaube ich, noch nie, also, ich glaube, ich selber noch gar nicht gesehen, mal so live. Der sagt auch hier, Gloria HDR, Gloria HDR, da platzen den Leuten gleich die Köpfe. Ja, so ist das mit der neuen Technik immer. Ja. Aber wahrscheinlich ist bei mir schon ein normaler Monitor ein Fest, weil ich bin 15 Jahre alt. Also ich sag mal, ich sehe es jetzt auch gerade hier in Resident Evil, so gerade die Black Level von dem Monitor ist halt eher so Grey. Er hat keine schönen Schwarzwerte, das ist alles nicht so toll. Die Low-Tech hier rumlaufe. Ich hatte mir vor einer Weile ja dann auch den WQAD-Monitor hier gekauft, auf dem ich jetzt spiele. Und jetzt spiele ich halt alles in WQAD immer. Weil 4K ist gerade so bei den sehr anspruchsvollen Spielen halt dann doch immer noch nicht möglich mit der RTX für 3080, weil ich will im Zweifelsfall halt lieber dann mehr FPS haben und alle Level-Details und vielleicht dann halt doch Raytracing, wenn es gut supportet. Ich finde, so ein großer Unterschied ist es dann nicht zwischen den beiden Auflösungen. Zwischen die Frames auf jeden Fall wichtiger. Zwischen 1080 und WQHD finde ich, ist ein größerer Unterschied als zwischen, also von der Wahrnehmung her, als zwischen WQHD und 4K. Also das sehe ich weniger. Ja, tatsächlich ähnlich. Also jetzt nicht so sehr aufmeldern. So, jetzt machen wir erstmal den Chef da drüben kalt. Sorry für die Störung. Geht doch. Wir hatten schon so lange keine dummen Sprüche mehr von Leon. Die sich hier alle schön in Reihe stellen. Da ist auch nicht viel Platz. Ne? Wir stehen hier oben. Auf der Galerie. Uiuiui, Galeria Kaufhof. Die wird auch zugemacht, von daher. Wir machen hier auch mal den Laden zu. Aus denselben Gründen. Ja, das stimmt. Ich esse das noch Zombies. Fisch. Ah, nee, warte mal, so viel brauche ich nicht. Aber ich merke schon, du bist scharf auf den Fisch. Ne? Naja, jetzt wo du mir Angst gemacht hast, dass ich so viel essen, dass ich gesundheitsmäßig halt mich mehr um Leon kümmern muss. Machst du auch jetzt extra, um den Fisch essen zu können? Natürlich. Alles für den Fisch. Alles für den Fisch. Danke für den Fisch. So, jetzt ist erstmal, die Flammen sehen immer noch ein bisschen scheiße aus. Jetzt ist erstmal Fässer-Time. Nee. Und zur Innenministerin. Uiu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 i
Haben wir nicht letztes Mal auch keinen getroffen, obwohl unter alles voll war? Das war ganz am Anfang. Alle vorbeigelaufen. Ja, aber schön, das könnte aus so einem Slapstick nackte Kanone-Film sein. Das hat, auf YouTube habe ich das gesehen. Es gibt so mehrere Verfolgungsjagd natürlich, aber es gibt eine Verfolgungsjagd in Heavy Rain, wo du natürlich dann immer dann die Quicktime-Events hast und den und der versucht dich immer abzuhängen und wirft den Mülleimer um und rennt über die Straße und du musst Autos ausweichen und so. Und wenn du natürlich irgendwie zu viele Quicktime-Events failst, was ich, 3 Stück hintereinander, dann entkommt er, ja. Was hat jemand ein Video zusammengeschnitten, wo praktisch das geht 2 Minuten und das sind irgendwie so 15 Quicktime-Events, wo der Spieler alle failt, was natürlich eigentlich nicht geht, aber er hat zusammengeschnitten. Das ist so geil, wie diese Verfolgungsjagd, so ein Slapstick. Der hat alles, der rennt in ein Auto, gegen die Mülltonne, gegen Passanten, noch gegen die Litfaßsäule, rutscht aus 17 Mal auf verschiedenen Sachen. Das ist so geil. Auch auf einer Banane? Nee, das nicht, aber alles sonst. Ich hab so gelacht. Da rennt er auch irgendwie durch so einen Markt, durch so einen Wochenmarkt und dann schmeißt der andere halt irgendwie so Eis um und auch Fische und dieses und der rutscht dann die ganze Zeit auch so geil aus und so. Oh, nicht weiter. Hier reinzukommen. Leon. Ich soll die doch nicht benutzen. Oder? Nach 6 Jahren ist das also deine Begrüßung. Ada. Du wirkst nicht überrascht. Interessant. Wenn du so oft näher stehst, nimm lieber das Messer. Gar nicht übel. Sehr smooth. Für wen arbeitest du diesmal? Oh, Leon. Du weißt, ich bin verschwiegen. Vergiss sie. Ihr ist nicht zu helfen. Kehr einfach um. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns wieder. Und vielleicht bekommst du dann auch deine Begrüßung. Glaubst du, ich gebe so leicht auf? Klar. Lass uns dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Was mir übrigens gerade aufgefallen ist, sie ist die letzte, die ich hier erwartet hätte. Ich hab ganz ähnliche, also jetzt nicht gerade an, aber ich habe was ganz ähnliches, so ein ähnliches Kleidungsstück wie die Ada. Dieses rote. Da steht es mir nicht ganz so gut. Ein schönes rotes Kleid. Ja, weiß nicht, ist ja kein Kleid, das ist eine Jacke. Und das Schöne ist auch halt, die ist auch so ein bisschen, geht so hoch und hat so ganz gemütlich, im Winter trage ich die gern, so gemütliche Ärmel, also eine Art Strickjacke. Und das Schöne ist eben auch, dass sie, also ich kann sie jetzt vielleicht nicht so wie als Kleid mit Rock tragen, so in der Länge, aber sie geht halt so ein bisschen, sie ist ein bisschen länger als sonst, was man sonst hat, so bis zur Hüfte oder ein bisschen drüber, über den Hosenbund drüber, das ist ein bisschen länger. Ja. Und das ist im Winter aber total angenehm, weil auch wenn du dich bewegst und ein bisschen halt so die Arme streckst, das ist nie so, dass es praktisch so hochzieht, dass ein bisschen kalte Luft reinkommen könnte. Das ist immer warm mit der Jacke. Die liebe ich sehr. Die hat eine sehr ähnliche Farbe. Aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht steht sowas insgesamt der Ada aber besser als mir. Aber ich finde es gemütlich. Bin damit sehr zufrieden. Wolltest du jetzt nicht mal probieren, vielleicht mit der Farbe? Ja, ja, jetzt. Ach, guck mal, hier gibt es zwei Farben, also zwei genau, Farben. Mach identisch, was er dann sagt. Und bei den Dings hat er jetzt gesagt, dass es mehr ist. Warte, hier. Ja. Jetzt den reinsetze, zack. Und dazu einen roten, zack. 1,2. Ach, das ist ja super. Mensch, das ist ja toll. Siehst du, und ich habe immer gedacht, ich müsste mir die ewig aufsparen. Schön das bunt ist ja machen. Fantastisch. Ja, ich finde es ästhetisch nicht so schön. Aber trotzdem. Du hast ein bisschen die asiatische Ästhetik. Mehr bunt als gesund ist, oder wie? Also, ich erinnere mich noch, also wirklich, ich war in Vietnam mal in so einer Höhle. Einfach eine alte Höhle, wo früher halt schon irgendwie buddhistische Mönche da gebetet haben. Und dann war in der Höhle halt ein Schrein. Und das ist halt alles alt. Ja, das ist wirklich, du besuchst das, weil es eine historische Stätte ist. Wie hier vielleicht eine alte Kirche. Und was haben die Asiaten, oder in diesem Fall die Vietnamesen mit ihrem Gefühl für Ästhetik, haben dann drin diesen Schrein
bunt beleuchtet, so mit LED-Lampen und Blinkelichtern. Weil die ist halt geil. Ich glaube, das hast du ja schon mal erzählt. Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, die Geschichte. Ja, das ist. Okay. Ja. Jetzt nur noch. Das lohnt sich eh alles. Aber das ist halt die Ästhetik, auf die sie stehen. So bunt und LED und es blinkt auch am besten. Und du denkst halt so, das muss doch ein bisschen stimmungsvoll anleuchten, vielleicht. Ne? So in einem. So in einem schönen warmen Weiß und so. Nee. Rot und Blau und Gelb und in so einem schönen Blinke, dass auch noch dann Epilepsie ausgelöst wird. Da muss alles rein. Höret das Signal zwischen den Bergen widerhallen. Felsen zerfallen zu Kies, die Mauern der Burg zerbröckeln. Sehet die glutrote Farbe des Nachthimmels. Ein Strom verdorbenen Blutes besudelt die See. Opfert euer Leben und das Blut eurer Feinde. Tut Buße für die Sünden eures vergangenen Lebens. Naja, dann macht mal. Solange ihr mich damit nicht behelligt, könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Ui. Der behelligt dich aber. Klasse. Das ist cool, wenn man schon so einen Schattenwurf irgendwo sieht. Wie bei Bioshock 1, dieser Schatten von dem Kinderwagen, wo die Frau sich da so rüberbeugt. Eine so der ersten Gegnerbegegnungen. Das muss dann super effektiv sein, wenn du das gut machst. Das scheint auch effektiv zu sein. Himmel! Arsch und Zwirn. Ja. Der steht nochmal auf. Okay. Transformation sah aber auch beeindruckender aus als das Ergebnis dann jetzt tatsächlich. Ja, vor allem, dass es wieder abgefallen ist dann. Ja, das hat mich dann gehalten. War die Ehe doch nicht so stabil. Die Verbindung war ja noch ganz neu, ganz frisch. Obwohl eigentlich dann sollte man denken, dass sie noch am ehesten. Ja, ne, da ist noch die Passion drin, die Leidenschaft. Ja. Das ist auch so schön, wie hier die dicke Luft in der Luft liegt, könnte man so dicke sagen. Dicke Luft. Ich habe YouTube hat mir jetzt einige Videos zu Resident Evil vorgeschlagen. Ja, nicht komisch, weil Resident Evil 4 natürlich gerade ein großes Thema ist. Aber ich habe dann auch einen anderen Kanal entdeckt, nicht sehr gerne mag, der auch sehr viel Resident Evil Videos hat und den ich jetzt total cool finde, auch andere Themen da behandelt. Aber hat auch ein sehr schönes Video über das erste Resident Evil Remake gemacht. GameCube damals. Ja, das fand ich cool. Und das ist super cool. Also ich wusste davon überhaupt nicht so viel. Und du kannst auch eine schöne Grafik gesprochen hast. Das hat erstaunlich gute Grafik für 2002, ist das, glaube ich. Ja, ja. Durch die vorgerenderten Hintergründe war sehr viel Rechenkapazität frei. Da konnten sie halt in die Charaktere richtig was reinbuttern. Das ist echt gut. Deine Waffen sind und halt dieses stehende Kameraperspektive. Das war ja schon früher so ein Trick, womit du dir relativ viel Leistung sparen konntest, wenn du nicht ständig das ganze Bild immer komplett neu aufbauen musst. Das Zweier sah für seine Zeit ja auch voll gut aus. Ja. Weil es eben die vorgerenderten Hintergründe hatte. Selbst die Spiele, die 3D-Grafik hatten damals und dann aber eher eine feste Kamera hatten, haben sich oft sehr viel Performance. Ja klar, weil du halt genau weißt, dass das Spiel sich nicht plötzlich umdreht und du einen ganzen neuen Raum berechnen musst. Und dann kannst du dich voll drauf konzentrieren auf diese eine Szene und weißt genau, wie viele Polygone da kommen. Genau. Man kann das natürlich dann voll optimieren und ausnutzen, das ist ja klar. Aber es war halt wirklich erstaunlich, wie gut das aussieht für 2002, weil sie da ganz geschickt arbeiten. Sie haben halt diese vorgerenderten Hintergründe und die festen Perspektiven, aber diese vorgerenderten Hintergründe animieren sie ganz geschickt. So, mit Lichteffekten. Es sieht dann aus, als wäre es halt wie du gerade hier in den Raum geschaut hast, mit dem Lichteinfall von den Fenstern. Ist da natürlich dann vorgerendert, dieser Lichteinfall. Sie meinte, eintreffen mit dir reicht ihr. Naja, wie dein Spiel. Also das war halt dann, dieser Lichteinfall war natürlich vorgerendert, weil es Teil des Hintergrunds war. Aber sie haben es dann so geschickt kombiniert dann mit so Overlays, dass das dann halt dann trotzdem vielleicht so aussah, als würde er halt so die 3D-Objekte und mit dann doch beleuchten oder beeinflussen. Und dann haben sie auch so in den bewegten Hintergrund halt so Licht- und Schatteneffekt gemacht, als wäre es auch live gerendert, aber das war halt auch nur so ein Overlay, so ein FMV-Overlay praktisch, ein Video, was über die... Also, da musst du mir mal den Link schicken, das würde mich interessieren, sowas mag ich immer total. Da hatten sie auch so und dann noch bewegliche andere Elemente, weiß ich dann, so Motten, die um Licht rumgeflogen waren, das waren dann wieder 3D-Elemente vor dem Hintergrund, aber wenn du es so geschickt machst, wirkt dieser statische Hintergrund dann plötzlich sehr lebendig dadurch. Also ganz cool.
Das sieht ja aber auch total geil aus mit den, also die Farbgebung allein durch die Fackeln. Das hat total was. Ja, genau, und hier ist es natürlich alles live berechnet inzwischen und super. Und damals war es halt sehr viel Handarbeit, das im Vorfeld so aussehen zu lassen. Als dann haben sie praktisch den Hintergrund berechnet und dann hast du so eine Fackel, die dann praktisch so ein FMV-Element war, so ein Video-Element. Und hat dann diese Täuschung vorgegaukelt, dass das ganze, die ganze Szene live beleuchtet wird. Was für die damalige Zeit natürlich Wahnsinn war, aber es gab es halt eben. Das kann man jetzt Jahre später. Wobei das ja hier auch größtenteils pre-baked Geschichten sind, was du das ist eine Mischung hier dann, ne? Da wird es aber lange überlebt. Okay. Das war und weird. Da war ich mir, das war mir gar nicht so bewusst. Dann gab es ja eben das 2002er Remake vom ersten. Und dann gibt es ja das HD Remaster. Und das ist ja praktisch ein Remaster vom Remake. Genau, da ist aber echt nicht viel passiert. Also genau, das habe ich mich ein bisschen überrascht. Das wusste ich gar nicht. Deshalb war das ja damals auch sehr schlecht bewertet. Und da hat ja Kai von ganz vielen Fans voll Kritik bekommen, dass er das so schlecht bewertet. Aber er musste das halt auch im Kontext der Zeit ein bisschen einordnen. Und das war halt total aus der Zeit gefallen dann. Also was ich so gelesen habe, ich habe das überhaupt nicht beurteilt, weil ich nicht gespielt habe. Aber das erstmal das Remake kam super an und zumindest so, wenn man mich ein bisschen eingelesen, das Remaster dann auch. Aber es war halt eben nicht so ein Aufwand, wie sie es dann mit 2 oder 3 gemacht haben. Ne? Also das war echt eigentlich nur ein etwas überarbeiteter Port. Also ja, streng genommen, das war nicht viel mehr. Und das war dann ganz schön spät eigentlich. Ein Problem von dem HD Remaster ist wohl, dass sie viele Assets gar nicht mehr hatten, solche von der GameCube-Version, und die ja neu gebaut haben. Genau. Und das hatten sie dann, deswegen sieht es teilweise sogar ein bisschen schlechter aus als das, also es ist höher aufgelöst dann, aber nicht so detailreich in vielen Szenen wie das GameCube Remake. Ganz interessant. Na, schick mir mal den Link, das würde mich voll interessieren. Also. Obwohl dieser technische Teil in dem Video nur nicht der Schwerpunkt ist, weil sie macht ja, trotzdem. Sind. Aber das schicke ich dir gerne mal, auf jeden Fall. Das ist von einer Frau gemacht und die hat eine super Stimme. Das fällt mir ja manchmal so auf. Und die hat so eine angenehme Stimme. Es macht einfach so Spaß, der zuzuhören. Ja. Das macht, glaube ich, schon groß. Also die macht auch wirklich inhaltlich Top-Videos. Ich finde ihre ganze Art, über das Spiel zu reden, sehr interessant, sehr angenehm. Und dann hat sie so eine tolle geht mir gleich meine Stimme kaputt. Von Neid. Und jetzt so eine angenehme Stimme, das ist eine ganz schöne Kombination. Mir damals hat zum Beispiel aufgefallen, als AK neu war. Ja. Bei der GameStar. Fand ich auch die Stimme gleich voll super. So, irgendwie fand ich die Videos fand ich sehr angenehm. Wo rennen sie denn? Aber ich habe voll Bock bekommen, das Remake zu spielen jetzt. Weil das ist halt. Das ist halt sehr. Also ich fand das Video sehr cool. Hat richtig Lust auf das Spiel gemacht. Also Evil 1 habe ich nie gespielt. Ach so, ja. Ja, also wie gesagt, das kann man ja auf dem PC einfach kaufen. Also das. Genau. Das HD Remaster vom Remake. Oh, scheiße, da kann man natürlich gar nicht mit dem Messer was machen, weil da kein Kopf mehr ist. Und heil dich mal. Nee, heil dich jetzt mal. Ja, ich versuche ins Menü zu kommen. So, jetzt ist Fischzeit. Jetzt ist Fischzeit. Karfreitag. Stimmt, das ist also ein Fischding, ne? So. Ich glaube ja. Wollte ich meine christlichen Qualitäten hier mal unter Beweis stellen. Bestimmt ist Karfreitag Fischtag. So, pass auf, jetzt ist erstmal Pausentag. Jetzt machen wir hier ein kleines Päuschen und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dann. Tschüss.